So, dich! So, jetzt auch mal ein richtiges Hi von mir. Ich habe, glaube ich, jetzt in diesem ganzen Video noch gar nichts gesagt. Das war jetzt ein kleiner Ausschnitt von der, ja, das war die Sonnenfinsternis eigentlich. Ich habe mich dazu entschlossen oder ich habe mir überlegt, einfach die Kamera mal ein bisschen mitzunehmen in die Schule und ja, die Sonnenfinsternis mit euch zusammen so zu erleben. Und ja, ich habe jetzt in der Schule nicht wirklich was gefilmt, weil ich mich irgendwie auf einer Art und Weise nicht getraut habe. Deswegen habe ich jetzt nicht so richtig was gefilmt. Aber ich hoffe, der kleine Einblick so in der Schule und hat euch gefallen und so. Ich konnte leider irgendwie die Sonnenfinsternis gar nicht filmen. Also mit der Kamera war es mir eigentlich relativ klar. Und ich wollte jetzt nicht meine große Cam mitnehmen. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr habt die Sonnenfinsternis so gesehen ein bisschen. Es war ja nur eine partielle. Das heißt, es war nur ein Stückchen von der Sonne bedeckt. Ja, ich habe es relativ gut gesehen. Ich hatte so eine Brille von einem Kumpel und das war ganz okay. Ich hoffe, dass ich bei der nächsten vollen Sonnenfinsternis noch noch dabei sein kann. Die wäre ja dann 2080 oder 2081. Das heißt, ich wäre so 85 oder 86 Jahre alt. Mal schauen, ob ich da noch dann dabei bin. Das wäre richtig cool auf jeden Fall. Und ja, ich habe heute nichts mehr gefilmt irgendwie. Ich wollte eigentlich so einen kleinen Vlog machen, aber ich habe heute einfach so richtig Hausmann gespielt und habe mal komplett aufgeräumt, mein Zimmer komplett wieder sauber. Da hinten neben mir jetzt noch Bettwäsche, die wo ich noch wechseln muss. Dann habe ich mal das Bad ein bisschen aufgeräumt, die Küche und habe einfach meiner Mutter so unter die Arme gegriffen und habe heute einfach mal aufgeräumt. Deswegen habe ich auch nichts mehr gefilmt heute und die letzte Woche kam leider kein Video, weil ich ziemlich viel Stress in der Schule habe. Ich habe jetzt gerade die letzten Arbeiten so. Nächste Woche habe ich noch 3 Arbeiten und dann sind Ferien und danach habe ich nochmal 2 Arbeiten und dann geht es langsam in die Prüfungen. Und ja, deswegen kam jetzt nichts die Woche, weil ich halt richtig viel gelernt habe. Und das ändert sich aber jetzt, weil ich habe jetzt bald wieder Ferien. Nächste Woche ab 30. April. Genau, und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Heute, wenn ihr das Video seht, dann werde ich auch einen coolen Vlog drehen, weil da bin ich wieder nicht alleine und sowas. Aber das werdet ihr alles dann sehen, spätestens am, ja, irgendwann in der Woche. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis dann. Haut rein, ciao.